Bodenpersonal, Warnstreik morgen bei Lufthansa bundesweit. Lufthansa-Gruppe, ja, streicht Flüge vorne, hinten, rechts und links. Ich erkläre euch, was sind eure Rechte, was solltet ihr tun? Ganz wichtig, wenn ihr betroffen seid. Dann als weiteres Thema haben wir, Lufthansa hat die Senatorenkarten, die kostenlos waren, im Bundestag gestrichen. Weiter geht es dann mit einem Deal, und zwar mit dem Dealzone-Deal, der heute mit der Swiss ist, zum Beispiel von Barcelona in der Business Class nach Los Angeles. 1.600 Euro. Ist doch ein geiler Preis, oder? Mein Name ist Lars. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Ganz wichtig an dieser Stelle ist wie immer natürlich, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst ein Like da und kommentiert. Danke dafür. Das erste Thema heute bei der Lufthansa ist natürlich Heckenbrand angesagt. München, Frankfurt, überall werden Flüge gestrichen. Das Ganze hat halt heftige Auswirkungen. Morgen der Streik ab 3.45 Uhr geht es los. Bis Donnerstag 6 Uhr morgens werden 678 Flüge gestrichen. 32 Flüge schon heute am Dienstag. Betroffen sind 92.000 Passagiere. In München sagte die Airline 345 Flüge ab, davon 15 bereits heute. Und da kommen halt 45.000 Passagiere nicht ans Ziel. Ich habe auch viel für unsere Kunden heute umgebucht und umdisponiert. Aber man kann da relativ wenig machen, wenn man ehrlich ist. Weil es geht kein Flugzeug. Es geht auch nicht mit Eurowings. Es geht auch nicht mit keinem anderen. Weil da die Bodendienste wirklich am Streiken sind. Es ist eine Katastrophe. Absolutes Problem. Ja, dann geht es doch einfach weiter mit dem Warnstreik. Was sind eure Rechte? Was könnt ihr tun, wenn es soweit ist? Das erste ist einfach Ruhe bewahren. Schaut euch an, ob ihr den Flug wirklich braucht. Wenn ihr den Flug nicht braucht, dann bucht ihn um zu einem Zeitpunkt, zu dem ihr ihn gebrauchen könnt. Die Lufthansa muss das kostenlos machen. Dann geht es weiter. Natürlich gibt es die Möglichkeit, dass die Flugzeuge, die nicht fliegen, durch Bahn ersetzt werden. Ganz genau, dann ist eure Bahnfahrkarte euer Flugticket. Und damit geht es dann natürlich weiter. Was ein Riesenproblem ist in vielerlei Hinsicht, warum halt die Bahn einfach überfüllt ist. Überlegt mal, ihr kommt in München an, wir haben einen Kunden zum Beispiel, der kommt aus Phuket nach München geflogen, muss dann weiter nach Köln war's oder Düsseldorf. Da fährst du mit der Bahn stundenlang und die Bahn ist natürlich auch voll. Das ist ein Riesenthema. Dann kann man Folgendes natürlich machen, wenn man da ein Problem hat. Normalerweise kann man eine Frist setzen zur Umbuchung. Aber das Problem ist halt einfach, Freunde, es gibt keine Flüge. Morgen fliegt fast nichts in Deutsch. Und man kann natürlich dann versuchen, irgendwie anders rüberzukommen. Aber das Problem fängt ja damit dann schon an, dass vielleicht auch die Flugzeuge von anderen Fluggesellschaften nicht fliegen können. Zumindest von der Lufthansa-Gruppe, weil da keine Pusher oder sonst was ist. Jetzt kommt man natürlich in die Bredouille. Ein Thema ist, wir machen keine juristische Beratung. Das nur am Rande. Wir können nur allgemein darüber berichten, was es gibt. Aber man muss natürlich immer wieder darauf hinweisen, dass ein Streik nicht wirklich ein Ereignis ist, das Force Majeure, also höhere Gewalt ist. Insofern stehen euch die Passagierrechte zu. Denkt dran. Wer also in ein Hotel geht oder sowas, kann natürlich da das wieder erstatten lassen, muss sich darauf einstellen, dass das ein längerer Kampf wird. Bei Pauschalreisen sieht das etwas anders aus. Da muss dann natürlich die Firma, mit der ihr den Flug gebucht habt, also der Reiseveranstalter, als Ansprechpartner Ersatz sorgen und hat da halt das Problem. Aber da bitte ich euch einfach etwas entspannt zu bleiben, weil natürlich der Reiseveranstalter auch nur Opfer hier ist. Ich persönlich bin ja jetzt so ein bisschen gehänselt worden, hätte ich was gesagt, weil ich darüber geschwafelt habe, ob es der richtige Zeitpunkt ist. Ich bin der tiefsten Überzeugung, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, mitten im Tarifstreit ist es halt einfach dann auch unglücklich, wenn der Chef den Bsirske macht. Ihr werdet euch jetzt wundern, warum Bsirske? Ganz einfach deshalb, der Bsirske, das ist der ehemalige Gewerkschaftsboss von der Verdi und der hat ja mal, als es einen Streik gab, sich in den Urlaub verpieselt. Ne? Der ist da unglücklicherweise, wie die Bild-Zeitung gesagt hat, in die Südsee geflogen. Ich zitiere das.
aus der Bild-Zeitung, 8. Juli sei das Paar in Berlin per Business Class nach Frankfurt am Main gejet, von dort weiter der ersten Klasse nach Los Angeles und schließlich weiter in die Südsee. Was der aktuelle Chef macht, ich habe kein Bild-Plus-Abo, aber da steht auch drin, dass er sich in Urlaub verabschiedet hat. Ich weiß nicht, ob er im Allgäu Urlaub macht wie unser Kanzler, aber nichtsdestotrotz ist es halt, zumindest auch wenn er nicht mit diesem Streik persönlich direkt was zu tun hat, immer bildlich ein Problem. Kommentiert unten. Das nächste Thema ist der Bundestag. Der Bundestag hat ja immer wieder die Lufthansa-Senatorkarten kostenlos bekommen. So ist es seit den 90er Jahren Usus. Wir erinnern uns ja auch, bei Air Berlin gab es damals dann, wenn man einen VIP-Senator bekommen hat, natürlich auch einen Air Berlin Platin als VIP. Das war in der Zeit, wo wir den Herrn Weber und den Herrn Teckentrupp da hatten. Ups, ist der Herr Teckentrupp nicht bei der Condor? Ja, das ist der, bei der Condor im Moment. Auf jeden Fall, nichtsdestotrotz gab es diese Karten für jeden, der im Bundestag gewählt worden ist, einfach so ad hoc. Und dann hat man allerdings eine Änderung gemacht, als die Lufthansa privatisiert wurde, dass man halt jetzt nicht mehr in der Parteispitze hier eingegeben hat, in den Kreisverbänden, weiß der Geier, wo alles die Dinger verteilt worden sind. Das hat man reduziert auf den Bundestag. Nur muss man ehrlicherweise sagen, der Grund dafür, der ist ja schon problematisch. Man hat damals so als Grund gesagt, dass man einen Raum hat, wo man ja informelle Gespräche, die auch ja confidential sein sollten, ne? So wie das so ist, top geheim, secret. Wobei ich kenne noch die Räume bei den Senator-Lounges damals, wo es halt wirklich dieses Conferencing gab. War auch eine coole Sache, aber Freunde, es gibt genug Sachen, wo ihr euch treffen könnt, ohne dass es auffällt. Da kann man auch außerhalb vom Flughafen sich treffen. Es gibt sogenannte Hotels. Frankfurt gibt es ja direkt das Hotel, das Sheraton, da braucht man nicht lange tippeln. Marriott ist ja jetzt auch da, die sind ja geteilt worden. Also insofern, oder Hilton, oder Restaurant, also macht keinen Sinn mehr. Jetzt hat die Lufthansa aber gesagt, hey, wir machen das einfach nicht mehr. Und man sagt ganz einfach, dass diese ganzen Sachen gestrichen werden. Ihr könnt aber für einen Preis, und ich hatte den Preis eben noch irgendwo gelesen für euch, da war es so, dass man dafür eine monatliche Pauschale diesen dann verlängern konnte, den Senator. Und das ist also jetzt nicht die Verlängerung, wenn man ihn hat mit 2000 Euro, sondern da war die Verlängerung monatlich für 170 Euro pro Monat, so die Sprecherin. Der Pioneer hatte davon berichtet und da muss man sich das Ganze angucken, warum das so teuer ist. Weil wenn du 170 Euro mal 12, könnt ihr ja selber direkt ausrechnen, das sind ja 1.700, dann nochmal zwei dazu. Also sind wir knapp bei den 2.000 Euro bummelig. Und dieses Angebot wird halt in der 20. Wahlperiode nicht mehr fortgesetzt. Warum? Ganz einfach. Man kann dann halt den Miles & More Senator zu den üblichen Konditionen weiter benutzen. Wichtig ist an dieser Stelle aber zu sagen, natürlich, es gibt viele, die den Senator trotzdem verlängern durch ihr Flugverhalten. Die sollen halt natürlich Economy Class fliegen, und ich hatte auch einige Nachrichten bekommen zu dem Thema, das Flugverhalten. Ja, aber die fliegen nicht unbedingt immer in der billigsten Buchungsklasse, wo es nur 125 Meilen gibt, also K. Ne? Die fliegen schon in solchen Sachen wie Y und B, da gibt es immerhin noch 1000. Und wenn man das dann mal hochrechnet, man fliegt 50 Mal hin und zurück, also 100 Segmente, wenn man nur eine Strecke hat, dann hast du den Senator ja schon drin, und die fliegen ja nicht nur innerdeutsch, die fliegen ja auch innereuropäisch. Und wenn man halt einfach die 1000 hinsetzt bei 50 hin und zurück, dann sind das genau 100.000, und dann hat man ja immer noch nicht einen Executive Bonus von 25% reingeknattert. Ich rede von dem 50% Aufschlag, die es im Moment gibt, sowieso nicht, weil das kein Normalzustand ist. Deshalb wären das 125.000. Daran seht ihr schon an der Berechnung, dass diese 50 als Daumenwert schon stimmen, und die fliegen ja bestimmt 50, weil du brauchst ja nur einmal im Wahlkreis zweimal pro Woche hin und zurück zu fliegen. Also insofern da viel Spaß. Also ich gönn's. Für mich ist es kein Neid. Ich möchte den Job nicht haben als Parlamentarier. Das nur so am Rande. Dealzone, der heutige Deal ist mit der Lufthansa, natürlich mit der Lufthansa-Gruppe, mit der Swiss, und zwar ist die Dealzone heute auf dem Weg von Barcelona über Zürich nach Los Angeles. Man kann immer dienstags, mittwochs und donnerstags fliegen und montags, dienstags und mittwochs wieder zurück über den Transatlantik-Sektor. 1.605 Euro ungefähr.
6 Tage Mindestaufenthalt, 12 Monate Maximumaufenthalt, 180 Tage vorher muss gebucht werden. Ganz, ganz wichtig, nicht refundierbares Ticket, aber man kann natürlich ein Reissue machen. Aber ihr wisst ja, wie immer, wenn man so etwas reissuet, dann kostet das Geld, ne? Und logischerweise gibt es diese Flüge ab Januar, weil das sind ja 180 Tage von hier aus, also wird ein bisschen knapp. Müsst ihr schnell buchen. Was gibt es noch zu sagen? Meilenpunkte-Status wollt ihr natürlich auch wissen. Bei Singapore Airlines gibt es 16.142, bei Scandinavian Airlines 13.052. Und diese 13.052 in der Buchungsklasse, wie Paula, gibt es natürlich auch bei der Lufthansa Miles & More, aber damit 25% Executive Bonus. Und ganz, ganz wichtig, aufpassen, 50%. Aber das ist ja nächstes Jahr, deshalb gibt es sie nicht. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. Ich muss heute eine kurze Ausgabe machen, muss mich so ein bisschen sputen, weil ich noch ein paar Interviews geben muss zu dem Thema, nachher auch im Deutschlandfunk zum Beispiel und noch andere Stationen. Deshalb abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst uns ein Like da und denkt dran, Stammtisch am 13. in Frankfurt und am 12. in München. Ja, ich sage es jetzt einfach mal, am 12. Ich komme am 12.8. nach München und dann können wir da wieder einen Stammtisch machen. Schön im Augustinerkeller. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Sehe euch morgen wieder in Alter in Frische. Ihr mich, ich euch ja nicht wirklich. Aber durch den Kommentar sehe ich euch. Also abonnieren, Glocke an, liken und kommentieren. Also bis morgen. Danke, ciao.